Hallo und schönen Sonntag. Wieder eine Woche rum und kurzer Rückblick auf die letzte Woche. Ich war wieder schwer tätig im Garten. Mein tägliches Training waren 4 Wurzelstöcke ausgraben mit der schweren Eisenbrechstange, so 12 Kilo schwer, mit der Spitzhacke und mit anderen Werkzeugen. Eine sehr anstrengende Arbeit. Ich kann euch sagen, 1,5 Stunden Wurzelstöcke ausgraben ersetzt ein komplettes Training. Könnt ihr euch übrigens anschauen, habe ich eins gemacht, ein Video, das Rocky Balboa Training. Erinnert mich irgendwie, hat mich erinnert an Rocky 4, als er da in Sibirien trainiert hat für den Drago-Kampf. Dann habe ich weiter geschaut, Netflix. Yellowstone war Schluss, 4. Season habe ich gekauft und fertig geschaut. Abends zur Entspannung, bisschen durchgezappt und dann die Serie Griselda gefunden. Griselda ist anscheinend eine reale Person, war eine Frau aus Kolumbien, die Drogen gehandelt, verkauft hat in Miami, weil sie auf der Flucht war, weil sie ihren Ehemann in Kolumbien ermordet hat, der sie misshandelt hat. Hochinteressant, und zwar spielt das Ganze so um das Jahr 78, 79, so Disco-Hochzeit. Also was mir ganz besonders gefallen hat, das waren die Musikstücke, die gespielt worden sind in Griselda. Und eins ist mir da sofort ins Ohr gekommen. Es war von Chili 1978, For Your Love, klasse Song. Ursprünglich von den Yardbirds. Müsst ihr euch mal anhören, habe ich ein Short gemacht drüber. Immer wenn mir Musik gefällt, versuche ich es irgendwo in einem Short einzubauen, zu integrieren. Also könnt ihr da auch mal ein bisschen durch meine Shorts zappen und da findet ihr dann viele Lieder aus meinem Musikgeschmack. Das war eine Kurzserie des Griselda. 5 Folgen vielleicht oder so. Also kann man durchaus 2 Tage schauen. Gar nicht schlecht gewesen. Dann habe ich natürlich rechtzeitig bestellt, habe ich euch ja schon gezeigt, die Yellowstone Prequels, hier 1883, wie alles begann mit den Duttons auf ihrem Weg von Texas in den Westen im Wagentrack. Für Western-Fans ein absolutes Muss, auch großartig besetzt. Sam Elliott spielt mit, den kennen viele vielleicht noch aus dem Film Die Maske mit Cher. Optisch der Cowboy schlechthin. Dann in Gastrollen Tom Hanks, Billy Bob Thornton und Rita Wilson, die Frau von Tom Hanks, in ganz kurzen Rollen eingebaut. Fantastisch. Knallhart, brutal. Wenn der Wilde Westen wirklich so war, dann alle Achtung, was die Pioniere da geleistet haben auf ihrem Weg in den Westen. Krieg von mir einen Daumen hoch. Als nächstes steht dann 1923 an. Die Zeit der Depression kommt nahe. Also großes Kino. Gestern, wer es noch nicht gesehen hat, habe ich die Louis de Funès außerirdische Kohlsuppe nachgekocht. Hat hervorragend geschmeckt. Den ganzen Tag Kohlsuppe gegessen. Unbedingt nachkochen, wer das nicht kennt. Ist ein super Rezept, auch der Top Fat Burner, also was zum Abnehmen, wenn ihr abnehmen wollt, kocht euch einen großen Topf Kohlsuppe und esst ihn 3 Tage hintereinander, sind bestimmt ein paar Kilo weg. Ein neues Sportgerät habe ich mir noch gekauft bei Lidl, habe ich noch nicht gezeigt und vorgestellt, habe schon trainiert damit, positiv erstaunt gewesen, dem Teil immer skeptisch gegenüber gewesen, aber nein. Top Gerät, lasst euch überraschen, das werde ich euch demnächst zeigen. Das war es jetzt auch schon wieder, weil ich ein bisschen in Zeitdruck bin. Ein bisschen kochen helfen, Sonntag immer, und ich kriege Besuch. Ich wünsche euch eine gute nächste Woche. Schaut euch mal meine Shorts an. Wegen der Musik ist er extra. Die meisten Shorts sind mit der Musik hinterlegt, die mir gefällt, wenn das interessiert, was ich für Musik höre. Und wenn noch nicht geschehen, die Kohlsuppe anschauen und nachkochen. Auf jeden Fall Empfehlung von mir. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, Servus und gehabt euch wohl.